Mit der Vorlage, die man im Tobi Lotter Shop herunterladen kann, kannst du dir einen Diamanten für die Wand basteln. Genauer genommen ein Diamantregal oder Organizer. Du kannst Fotos, Stickers oder Notizen aufhängen und im Diamanten Dinge verstauen. Das ist eine richtig schöne Idee, falls du die Zimmerwand dekorieren und aufpeppen möchtest. Und jetzt zeige ich dir die Anleitung dazu. Die gesamte Vorlage wurde in drei Sektoren geteilt. Wir fangen mit Sektor 1, die Rückwand und Seitenteile an. Als erstes schneiden wir Teil 1 und Teil 2 des Diamanten aus. Beide Teile werden aneinander geschoben, sodass die obere und untere kreisförmige Markierung exakt aufeinander passen. Mit Klebeband fixieren wir die beiden Diamantenhälften. Nicht vergessen, auch die Rückseite zu bekleben, damit alles schön festhält. Danach schneidet ihr euch von Seite 3 und 4 die jeweiligen Seitenteile aus. Und zwar einmal die Seitenteile für oben und einmal den Seitenteil für unten. Das sind die Seitenteile plus Diamant. Als erstes übertragen wir den Diamanten auf ein festes Stück Wellenpappe. Wenn ihr wollt, könnt ihr den Diamanten rechts und links leicht ankleben, damit die Vorlage nicht verrutschen kann. Am besten könnt ihr euch mit einem Maßstab behilflich sein, denn dann werden die Linien auch schön gerade. Und die Lücken des Klebebands, falls ihr die Vorlage angeklebt habt, könnt ihr einfach nachfahren. Schnappt euch dann die Diamantvorlage, setzt einen Maßstab der gestrichelten Linie an und mit einem Kugelschreiber fahrt ihr der gestrichelten Linie nach, 2 bis 3 Mal. Fest andrücken und mit diesem kleinen Kugelschreibertrick kann man die jeweiligen Bereiche besser falten. Wir müssen nämlich den oberen und den unteren Bereich einmal nach innen falten. In etwa so. Dann setzt ihr die Diamantvorlage auf die Wellenpappe, knickt den oberen Bereich nach unten und zieht der Kante nach eine Linie. Denselben Schritt wiederholt ihr mit dem unteren Part. Und so soll das dann aussehen. Denselben Schritt wiederholt ihr mit den Seitenteilen. Und zwar gut darauf achten, es gibt Seitenteile, die müsst ihr 2 Mal übertragen. Das steht aber auf den jeweiligen Seiten. Falls ihr euch ein bisschen unsicher fühlt, dann könnt ihr die jeweiligen Seiten so, wie die Vorlage das vorgibt, mit Buntstifte markieren und die Seiten auch beschriften. Dann wird das Ganze übersichtlicher und auch einfacher. Falls ihr das mit Buntstifte markiert habt, dann schiebt ihr grün auf grün oder die unteren Seiten einfach zum Diamanten hin. Denselben Schritt wiederholt ihr mit der oberen Seite, die wir einmal übertragen haben, und die rechte und linke Seite. Alle Seiten werden mit Klebeband am Diamanten geklebt. Dann klappt ihr die obere oder eine der unteren Seiten einmal nach oben und klebt sie an der Diamantrückseite an, so dass sie nach oben steht. Nach und nach werden Seite für Seite an den jeweiligen gegenüberliegenden Seiten geklebt. Die oberen rechten und linken Seiten werden an der oberen länglichen Seite geklebt und die unteren Seitenteile an der rechten und linken Seite. Das überstehende Band kann man mit der Schere abschneiden oder umklappen und an der Innenseite ankleben. Das Ganze einmal umdrehen und denselben Schritt mit den jeweiligen Seiten an der Rückseite wiederholen.
Damit der Diamant insgesamt etwas stabiler wird, wiederholt ihr denselben Schritt mit der Innenseite. Also die jeweiligen Kanten und Ecken einfach mit Klebeband bekleben. Weiter geht's mit Sektor 2, also die Regaleinlagen plus Verstärkung. Das sind die Regaleinlagen in Orange plus Rosa und der graue Teil ist die Verstärkung. Alle Teile werden ausgeschnitten. Die Regaleinlage plus Verstärkung zur Seite gelegt. Und Teil 1 mit Teil 2 der Regaleinlage aneinander geklebt, und zwar so, dass die Markierungen schön aufeinander passen. Auch diese Teile habe ich auf Pappe übertragen und ausgeschnitten. Schnappt euch dann die Verstärkung, legt sie auf das Stückchen Pappe, schiebt sie leicht nach unten und bringt Markierungen an. Und zwar werden die Markierungen der gestrichelten Linie angebracht. Denselben Schritt habe ich mit Teil 2 der Verstärkung wiederholt. Die Pappe wird an den Markierungen gefaltet. Auf die Arbeitsfläche gelegt und aneinander geschoben. Mit Klebeband könnt ihr das Ganze fixieren. Die Verstärkungsteile werden zur Seite gelegt und die Regaleinlagen könnt ihr oben und unten für eine schönere Kante mit Klebeband verschönern. Im nächsten Schritt werden die Regaleinlagen am Diamanten angeklebt. Die längere Regaleinlage oben und die kürzere Regaleinlage unten. Für noch mehr Stabilität könnt ihr die Verstärkung anbringen. Und auch hier nicht vergessen, die jeweiligen Ecken mit Klebeband zu bekleben. Die zweite Verstärkung könnt ihr entweder oben oder an der kürzeren Regaleinlage anbringen. Nehmt so wie ich nur eine Verstärkung, falls ihr richtig schön feste und dicke Pappe nehmt. Dann ist das Ganze stabil genug. Und weiter geht's mit dem fast letzten Sektor, nämlich der grüne Diamantrahmen plus Deckel. Auch da schneidet ihr alle Teile aus. Die Laschen und die Griffe werden zur Seite gelegt und die Innenseite des ersten und zweiten Teils des Diamanten ausgeschnitten. Der Rahmen wird wie zuvor den Markierungen nach aneinander geschoben und mit Klebeband fixiert. Ich habe das wie folgt auf Pappe übertragen, einmal nur die äußeren Linien und einmal die äußeren und die inneren Linien. Das seht ihr hier, das ist dann der Rahmen, sowie aber auch die Griffe, je zweimal. Als nächstes wird der Rahmen des Diamanten am Diamanten geklebt. Das kann man mit Kleber machen oder auch mit Klebeband. Allgemein, die gesamte Vorlage kann man mit Klebstoff zusammenkleben. Ich zeige euch einfach die leichteste Variante, damit das ihr alle nachmachen könnt. Das Ganze dann zur Seite legen zum Trocknen. Und während der Rahmen bzw. der Diamant trocknet, können wir den Deckel schon mal bestreichen, und zwar mit den Farben, die ihr gerne mögt.
Ich habe mich für ein ganz helles Pastellblau entschieden. Vom Deckel bemalt ihr beide Seiten, also die Vorder- und die Rückseite. Und wenn ihr wollt, könnt ihr so wie ich die Ränder mit einer anderen Farbe verschönern. Denselben Schritt habe ich mit allen Seiten inklusive Innenseite mit dem Diamanten wiederholt. Versucht doch mal eine silbrige Farbe zu nehmen oder ihr könnt auch einen schwarzen Diamanten machen. So sieht das bei mir aus. Blau und Violett. Die Griffe habe ich ebenfalls angestrichen. Die werden mit Klebstoff einmal am Deckel an der unteren Spitze angebracht und einmal an die Seite des Diamanten. Die Laschen werden der gestrichelten Linie nach gefaltet und mit Kleber oben rechts und oben links am Rahmen befestigt. Die Laschenoberseiten mit Kleber bestreichen und den Deckel ankleben. Dann stanzen wir uns an der Oberseite zwei Löcher, und zwar oben links und oben rechts mit einem spitzigen Gegenstand. Ich habe mich für einen Kugelschreiber entschieden. Dann fädelt man ein Stück Garn oder eine Schnur durch die jeweiligen Löcher hindurch. Und knotet die jeweiligen Enden fest. Mit der entstandenen Schlaufe kann man den Diamanten später an die Wand befestigen. Wie ihr sehen könnt, verschönere ich die Ränder mit einem wasserfesten schwarzen Stift. Ich markiere mir die Mitte und ziehe von oben nach unten einen Strich. Zwei weitere Striche von links oben nach rechts unten leicht schräg und wenn man das ganz genau machen möchte, dann kann man sich das Ganze auch abmessen. Also einfach von den jeweiligen Ecken 9 cm abmessen und dann zwei Striche nach unten ziehen. Dann werden zwei weitere kleine Striche von unten nach oben zur Mitte hingezogen. Und die jeweiligen Ecken zur Spitze unten verbunden. Und so hat man dann das typische Diamantmuster gezeichnet. Nicht vergessen, rechts und links am Deckel noch zwei kleine Einschnitte zu machen. Eine Schnur einzufädeln. Und die jeweiligen Enden der Schnur an der Deckelinnenseite mit Klebeband zu bekleben. Und an der Schnur kann man sich dann Fotos, Notizen oder Stickers aufhängen. Der Diamant kann man dann mit den mitgelieferten Sticker verschönern, zum Beispiel die Griffe oder aber auch die Innenseite.